Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wir müssen hier mal ein bisschen rausfinden, was die Leute brauchen. Hier können wir nicht reden. Hier mit irgendwem reden? Kommt, mein Freund. Es gibt getrocknete Bohnen und Radieschen. Ja, Polins Herren Polins wahrscheinlich Aufzeichnungen. Diese Aufzeichnungen zeigen, dass der Granitsteinbruch von Sarnia seit mindestens einem Jahr in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Das lese ich nicht alles durch. Ah, Beric. Ach, mit ihr können wir reden. Ah, die Inquisition. Ihr wart uns eine große Hilfe. Ich tue, was ich kann. Das alles ist zum Teil auch meine Schuld. Die Roten Templer sind hier, weil ich ihnen in meiner Torheit den Steinbruch meiner Familie verkauft habe. Sie haben sämtliche Arbeiter verschleppt. Wir haben sie seit Wochen nicht mehr gesehen. Doch das genügt ihnen nicht. Sie kommen immer wieder und entführen weitere Leute. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte. Wie konntet ihr den Roten Templern nur Land verkaufen? Ich wusste nicht, wer sie waren. Ich schwöre es bei Andrastes Scheiterhaufen. Sie sahen wie Ritter aus, wie Chevaliers. Es hat sich alles so gut angehört. Sie sagten, sie wollten den Steinbruch neu in Betrieb nehmen, um wieder Arbeit und Handel nach Sarnia zu bringen. Seit der Krieg begann, kämpfen wir ums Überleben. Wie hätte ich ihr Angebot da ablehnen können? Eine Zeit lang lief ja auch alles gut. Die Leute gingen zur Arbeit, sie wurden bezahlt. Doch dann kamen sie plötzlich nicht mehr nach Hause. Anschließend zeigten die Roten Templer ihr wahres Gesicht. Dann werden wir wohl wahrscheinlich die Arbeiter zurückholen müssen. Was meint ihr damit, dass die Roten Templer Arbeiter verschleppen? Die Leute verschwinden einfach. Als erstes diejenigen, die im Steinbruch gearbeitet haben. Dann begannen sie, Leute aus ihren Häusern zu entführen. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Ich habe nur dafür gebetet, dass sie mich und meine Familie in Frieden lassen. Okay, Sarnias Verderben. Schalte die Roten Templer in Hochheim aus. Ich finde, es wird Zeit aufzuhören, den Verletzten zu spielen, Beric. Ich soll vergessen, wie oft ihr mich tatsächlich verletzt habt. Das habe ich nicht. Ich habe euch befragt und nach Haven gebracht, damit ihr der Göttlichen eure Geschichte erzählen konntet. Und dann habt ihr gesagt, danke, Beric. Wir glauben euch, man sieht sich. Soll ich den Umstand ignorieren, dass ihr mich angelogen habt? Tut nicht so, als wärt ihr ein unschuldiges Opfer. Ich hätte weit Schlimmeres tun können, und das mit Recht. Danke, dass ihr mich nicht gefoltert habt. Jetzt geht's mir schon viel besser. So, einen Riss haben wir hier. Den machen wir noch. Danach geht's kurz zur Himmelsfeste, weil unsere gute Josie jetzt die Düparakette in den Adelstand erheben können. Achso, vielleicht sollte ich auch Solus nehmen und bannen lassen, wenn ich dann die richtigen Tasten gedrückt bekomme. Irgendwie die zwei könnten wir vielleicht hinbekommen. Oder die zwei. Irgendwie die zwei. So, die sind weg. Die sind da. Guck mal, wir probieren mal den hier aus. Fertig. Zwei Dämonen, wie heißen sie denn? Ich weiß es nicht mehr. Riss aus dem gefrorenen Wasser haben wir geschlossen. Ja, bevor wir uns jetzt hier weiter im Prüsselion umschauen, werden wir jetzt natürlich kurz einmal die Josie-Quest weiter machen. Schnell abschließen, hoffentlich. Sie denn auch mal vorbei. So. In
Inquisitor. Ja. Was wollt ihr? Oder wolltet ihr nur das Wort Inquisitor sagen? Das war ja hier auf der Seite. Also, Inquisitor, ich habe Zeit und Ort des Festes der Marquis. Ihr müsst eine Möglichkeit finden, eine Möglichkeit finden, ein vertrauenswürdiges Gespräch mit Ministerin Belize über die Rückkehr der Duperrakets in den Adelstand zu führen. Das ist der letzte Schritt, den wir gehen müssen. In ihren Händen liegt der Schlüssel zum Erfolg. Nehmen natürlich an. Und ich glaube, jetzt müssen wir nach Val Royaux reisen. Oder auf der Map irgendwo hin. Genau, besuche die Feier der Marquis. Wo ist das denn? Genau. Hier ist es. Machen wir jetzt natürlich. Wir nehmen mal Deckwall mit. Vivienne und Dorian. Danke, dass ihr bereit wart, euch unter vier Augen mit mir zu unterhalten, Ministerin Belize. Ihr habt Glück, dass die Feiern des Marquis so langweilig sind, Inquisitor. Ansonsten würde ich es euch sehr verübeln, dass ihr mich von ihr fernhaltet. Ich nehme an, ihr möchtet über euer Gesuch sprechen, diese Duperrakets in den niederen Adelsstand zu erheben. Sagt mir eines, warum sollte ich es euch gestatten, den orlesianischen Adel noch weiter zu verunreinigen, als er es ohnehin schon ist? Also das finde ich halt, ja, das wäre Gerechtigkeit. Ich sag einfach das. Selbst einer Ministerin kann doch sicherlich Schlimmeres passieren, als dass die Inquisition in ihrer Schuld steht. Ich bin eine gut situierte Frau mit Beziehungen. Ich brauche etwas Handfesteres als nur die vage Aussicht auf zukünftige Geschenke. Und versucht nicht, mich mit eurem Charme zu bezaubern. Ich bin viel zu alt, um das erdulden zu müssen. Was könntet ihr mir schon bieten, um mich davon zu überzeugen, dass euer Gesuch meine Mühe wert ist? Entweder das, Informationen oder Armeen. Wir nehmen Beziehungen. Diplomatische Beziehungen, die weit über die Grenzen von Val Royaux hinausreichen vielleicht? Eure Botschafterin könnte mir nützen. Die Montelliers sind zwar nicht mehr das, was sie mal waren, aber zumindest sind sie vernünftiger Abstammung. Veranlasst, dass ich am Hof von Antiva eingeführt werde. Ich habe gehört, dort am Meer sollen die Winter ausgesprochen angenehm sein. Nun gut, Inquisitor. Solltet ihr euren Teil dieses Handels erfüllen, werde ich die Duperrakets in den Adelsstand erheben. Noch mehr Forderungen. Aber gut, wir werden jetzt mit Josie mal sprechen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon wieder ein Kartentischeinsatz. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber ich hoffe, das ist dann endlich mal gegessen, diese Quest. Die zieht sich ja schon doch eine ganze Weile. Jetzt durchs LP. Beziehungsweise ich habe sie lange schleifen lassen. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Euer Gnaden? Ja. Ich muss nach Val Royaux zurückkehren, um mich davon zu überzeugen, dass alles seine Ordnung hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Triff dich in Val Royaux mit Josie. Das machen wir doch. Da müssen wir hin. Reisen wir einfach hier hin. Wir nehmen wieder die drei mit.
Besser. So. Ihr solltet wissen, dass diese Leute erneut an mich herangetreten sind. Josie, haben wir es jetzt endlich geschafft? Ich habe einen Brief vom Haus der Ruhe erhalten, Euer Gnaden. Sie bestätigen, dass der Auftrag nichtig ist. Auf meinen Kopf ist nicht länger ein Preis ausgesetzt. Endlich. Endlich. Ich bin froh, dass ihr euer Leben jetzt nicht mehr in Angst verbringen müsst. Es tut mir leid, dass wir gezwungen waren, uns mit ihnen zu befassen. Und ich bedauere, dass euch meine Rolle im Spiel in Gefahr gebracht hat. Habe ich je erwähnt, dass ich früher eine Bardin war? Ihr wart Sängerin? Barden unterhalten die orlesianischen Höfe. Sie singen, musizieren, betreiben geistreiche Konversationen und spionieren. Viele junge Adlige setzen sich eine Maske auf und lernen auf diese Weise das Spiel kennen. Was hat euch an einem Leben als Bardin gereizt? Ich besuchte eine Universität in Val Royeaux, als ich von den Barden erfuhr. Da war dieser Hauch von Romantik, der sie umgab. All die Geschichten über Geheimnisse, Liebeleien und faszinierende Persönlichkeiten. Einige von uns, alles junge Adlige aus Antiva, entschieden, dass dieses aufregende Leben das Richtige für uns sei. Ihr erscheint mir ein wenig bodenständig für einen derart ausgelassenen Lebensstil. Er hat auch nicht im geringsten zu mir gepasst. Ich stieß im Rahmen einer speziellen Intrige auf einen anderen Barden, der geschickt wurde, um einen Gönner zu töten. Wir kämpften gegeneinander, falls man es überhaupt so nennen kann. Wir beide hatten schreckliche Angst. Wir waren auf einer steilen Treppe. Er zog ein Messer und ich habe ihn weggestoßen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgegangen ist. Ihr habt euch nur selbst verteidigt. Es hätte einfach nicht sein müssen, Inquisitor. Als ich ihm die Maske abnahm, sah ich in ein Gesicht, das ich kannte. Es hatte mehr als eine Feier gegeben, auf der wir gemeinsam waren. Hätte ich nur kurz innegehalten, um nachzudenken. Hätte ich nur meine Stimme gebraucht, anstatt mich wie ein gemeiner Verbrecher zu prügeln. Ich werde mich mein Leben lang fragen, zu wem dieser junge Mann wohl geworden wäre. Das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Sie ist auf jeden Fall dafür zu empfindsam, das stimmt. Gerade ihr müsstet doch wissen, dass man das Spiel nicht ohne Blutvergießen spielen kann. Ja, aber immer nur als letzten Ausweg, Inquisitor. Und niemals so, dass es Leben kostet. Bei all dem Durcheinander, bitte entschuldigt. Ich glaube, ich habe euch noch nicht dafür gedankt, dass ihr mir hierbei geholfen habt. Passt gut darauf auf, es ist immerhin der Grund, warum ihr hier seid. Ich werde es euch niemals vergessen, dass ihr mir geholfen habt, das Haus Montillier zu retten, Inquisitor. Und solltet ihr jemals Antiva besuchen, werden wir euch ein Willkommen bereiten, über das man noch Jahre später reden wird. So, das verlorene Vermögen abgeschlossen. Wir können zurück nach Emprise de Lyon und werden, ja, weiter erkunden, ne? Ein bisschen... noch ein bisschen erkunden und dann ist auch die Folge ja schon wieder vorbei. Und ich glaube, dann haben wir auch alle wichtigen Begleiterquests abgeschlossen. Also wir werden irgendwann nochmal eine Begleiterrunde machen. Und schauen, ob sich da noch was ergibt, aber ich glaube, wir sind soweit durch. Oder größtenteils durch. Klar, wir haben hier noch so die kleinen Sachen von Cassandra und Blackwall und Cullen. Ja, eigentlich sonst noch was? Da liegt noch was. Eine hingekritzelte Nachricht. Rianne, wir brauchen dringend mehr von diesem Dalish-Käse, den du letztes Jahr auf Lager hattest. Was ist daraus geworden? Er stammt nicht wirklich von den Dalish, oder? Als neulich ein paar ihrer Jäger im Dorf waren, um zu handeln, habe ich sie danach gefragt, aber sie haben mich nur angesehen, als würde mir ein Baum aus dem Kopf wachsen. Was auch immer das es ist, sag Bescheid, wenn du mehr davon bekommst. Ich würde alles dafür geben, wieder diesen Geschmack auf der Zunge zu haben. Denise. Hier ist nur Arborsägen.
Hier in dem Haus waren wir ja schon drin und mehr gibt's ja auch nicht. Ja, dann verlassen wir Masania. Oh mein Schöpfer, sieh mich knien. Denn ich gehe nur, wohin du mich schickst. Bleibe nur an. Und gucken hier mal. Oh, Elfenwurzel. Ihr wisst es, ich kann sie nicht stehen lassen. Wir gucken uns weiter hier mal auf diesem. Oh, guck mir das voll ausgerutscht. Ich hab das gerade gesehen. Im Elfenblutfluss um. Da ist noch was zum Plündern. Das ist deprimierend. Ich weiß nur nicht genau warum. Es ist deprimierend, dass der Fluss zugefroren ist. Ich finde das eher voll krass als deprimierend. Hier war ja nur der Riss. Genau. Ja, dann gehen wir mal weiter auf diesen Fluss. Hier hinten ist ein Turm. Vielleicht kann man da ja rein. Würde ich echt gerne rein. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Ich schätze ja schon, weil da ist auch ein Fragezeichen. Also ich schätze schon, dass man da irgendwie rein kann. Da ist noch ein Riss. Oh, Flechtrebnessel. Hier ist wieder was zum Lesen. Elfenblutturm. Die Jagd. Tag 1. Ich bin ihrer Spur bis an den Rand des Hochhains gefolgt. Ich weiß, sie ist hier irgendwo. Ich spüre es. Tag 2. Sie ist mir entwischt, wie dieses gerissene Biest. Jäger und Gejagte drehen sich umeinander. Es ist ein Spiel, ein Tanz, ein Ritual. Ohne das wäre es nicht dasselbe. Tag 4. Ihre Spuren führt zu den Ruinen. Vielleicht will sie sich ausruhen. Ich brauche das Überraschungsmoment, also lasse ich alles Überflüssige zurück, um schnell und leise zuschlagen zu können. Diesmal kommt sie mir nicht. Dann plündern wir doch einfach mal alles. Eine Turnier-Axt. Hier haben wir eine Holzschlagposition. Das Flechtrebe. Ja. Kann ich aber nicht fliegen. Oder doch? Nee. Da ist Blutstein. Stein. Hier sind ein paar. Da ist einer der Magier, hinter denen Cassandra her ist. Hier ist einer der Magier, hinter denen Cassandra her ist. Schön. Auf Fallen, okay. Sagt gute Nacht, gute Nacht. Erleichtert sein. Archonstab haben wir bekommen und unerledigte Geschäfte ist auch endlich abgeschlossen. Nichts berührte was? Ich habe es irgendwie schnell nicht gelesen, tatsächlich. Mal wieder. Cassandra stimmt zu. Wir haben keinen Schurken mit. Wir bräuchten hier mal einen Schurken. Wir reisen einmal kurz zurück ins Lager und müssen dann hier nochmal hinreisen. Habe ich voll vergessen. Es gibt neue Berichte. Einen Schurken einzupacken. Wo ist denn hier da? Sarah, Dorian und Vivienne. Und da müssen wir leider nochmal dahin. Das machen wir noch in der Folge und dann würde ich die schnell beenden. Also würde ich die Folge beenden, nicht schnell beenden, sondern ganz normal beenden. Und dann oh mein Schöpfer, sieh mich knien. Ist die Aufnahmesession auch für diese Woche schon wieder vorbei. Wobei ich auch sagen muss, wenn man jetzt so 5 Folgen aufnimmt, reicht das auch für am Stück aufgenommen. Also ich merke schon, dass dann immer in der letzten Folge so ein bisschen die Konzentration verschwindet. Und ich will ja ordentliche Folgen machen. Also es gab Tage, da habe ich wirklich mal, weiß ich nicht, über 10, 12 Folgen aufgenommen. Aber immer mit Pausen dazwischen. Ab und zu, wenn Lust und Laune da ist, beziehungsweise auch die Konzentration da ist, kann ich das gerne machen.
Aber heute ist sie definitiv nicht da. Das merke ich schon. Warum nehme ich eigentlich... Naja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe es heute irgendwie so mit zwei Magiern, ne? Aber jetzt haben wir einen Schurken dabei. Jetzt ist alles also auch halb so schlimm. Können wir hier noch hoch? Ja, die Wendeltreppen laufen sich hier nicht so schön flüssig. Oh, noch was zum Lesen. Kaum entzifferbares Gekritzel. Sie sagen, man soll keine Mädchen mit nach Hause nehmen, die man in der Nähe der Risse ins Nichts findet. Aber sie haben keine Ahnung. Ich habe Colette gerettet. Sie kam von einem kalten, einsamen Ort und niemand hat sich um sie gekümmert. Doch jetzt ist sie hier und wir werden für immer zusammen sein. Sie ist alles, was ich je wollte. Ich weiß, sie liebt mich. Ich spüre ihre Liebe in allem, was sie macht und was sie tut. Selbst wenn es weh tut. Vor allem, wenn es weh tut. Ich war nie glücklicher. Hat sie ihn gefoltert? Und hier noch nehmen. Rüge der Sunderlande. Eine Großaxt. Wahrscheinlich kein Bereichsschaden. Doch. Können wir natürlich jetzt nicht mit Sarah vergleichen, aber schon nicht schlecht. Ja, hier an der Stelle mache ich dann jetzt mal einen Schnitt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und werden weiter ein Priest de Lyon, einfach mal ein Schneegebiet, finde ich auch schön, mal ein bisschen Abwechslung wieder, erkunden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.